Jenny hasste mehrere Dinge, die so abgedroschen und selbstverständlich waren, dass sie es vermied, darüber zu reden. Zum Beispiel hasste sie Mathematik und Morgen, vor allem Montagmorgen. Noch mehr hasste sie allerdings Leute, die in der Oberstufe in Mathematik zum 1000. Mal die Frage stellten, wozu brauche ich denn das später mal? Dabei wusste jeder, dass es darauf keine befriedigende Antwort gab und dass es schon gar keinen Sinn machte, sich mit einem Mathelehrer auf die Diskussion über die Sinnhaftigkeit seines eigenen Faches einzulassen. Jenny wusste, dass es nur einen relevanten Grund gab, weshalb man das alles brauchte. Für die Noten und das Abschlusszeugnis. Auch machte es in ihren Augen überhaupt keinen Sinn, darüber zu jammern, dass man morgens müde war. Es gab in Wahrheit keinen einzigen echten Morgenmenschen. Jeder wollte eigentlich länger schlafen, als er dürfte. Das Einzige, was zählte, war, zu wissen, wie man sich den Morgen so überlebbar wie möglich gestalten konnte. Und zwar, indem man von guter Musik geweckt wurde, genug Zeit für seine Frisur hatte und vor dem Frühstück mit niemandem sprechen musste und Carla so weit wie möglich aus dem Weg gehen konnte. Carla war zwar morgens immer völlig verschlafen, aber dabei eindeutig um mehrere Dezibel zu laut für einen leeren Magen und einen überforderten Kreislauf. Wenn Jenny diese paar Punkte einhielt, war alles gut. Am Montagmorgen war gar nichts gut. Zwar hatten sie alle am Wochenende Papa schönartig zugehört und zugeredet bei seiner eindeutig aus einer Midlife-Crisis hervorgegangenen Entscheidung, aber über die Konsequenzen hatte die Familie so gut wie gar nicht gesprochen. Ja, Papa hatte seine Rechnung vorgerechnet, Jenny war klar geworden, dass ihr Traum vom eigenen Auto verpufft war, zumindest bis sie einen neuen Plan entwickelt hatte. Und Jenny war sich sicher, dass Mama und Carla schon über die Gemüsesorten nachdachten, die Papa anpflanzen konnte. Aber darüber, dass Jenny und Carla von nun an eine ganze Stunde früher aufstehen mussten, um mit dem Zug in die Schule zu fahren, statt wie bisher mit Papa, darüber hatte niemand gesprochen. Jenny hatte auch überhaupt nicht daran gedacht. Der Umstand wurde Jenny erst klar, als ihre Zimmertüre aufflog und Mama mit einer leicht überdrehten Stimme rief, "Aufstehen, aufstehen!" während der Wecker unmenschliche und unnatürliche 5.30 Uhr anzeigte. Die gute Musik würde erst in einer Stunde spielen, da Jenny den Wecker nicht umgestellt hatte. Draußen war es noch dunkel, als Jenny ins Badezimmer ging, wo sich Mama gerade die Haare föhnte. Alles war durcheinander. Normalerweise machte Mama das Frühstück und Papa stand hier, wusch und rasierte sich und ließ Jenny genug Platz für ihre Morgentoilette. Da die Spedition, in der Mama als Office-Managerin arbeitete, mitten im Dorf lag, musste sie eigentlich erst viel später los und benutzte das Badezimmer erst nach Papa, Jenny und Carla. »Wo ist Papa?«, fragte Jenny. Mama machte keine Anstalten, den Föhn abzustellen, also fragte Jenny lauter, »Wo ist Papa?« »Der schläft«, rief Mama zurück. »Ich bringe euch zum Bahnhof.« Jennys Magen knurrte. Und dafür, dass es nicht ihr Haar war, das gerade in Form gebracht wurde, war das Brummen des Föhns eindeutig zu laut. Trotzdem übertönte sie es noch einmal. Fährst du dann gleich ins Büro weiter? Mama schüttelte den Kopf. Das war völliger Irrsinn. Mama musste also um 6.30 Uhr zum Bahnhof ins Dorf fahren, dann wieder zurück nach Hause, wo sie 40 Minuten warten konnte, um dann wieder zurück ins Dorf zu fahren? Als Mama versuchte, sich gleichzeitig die Zähne zu putzen und dabei ihre Hose anzuziehen, flüchtete Jenny aus dem Bad. Von ihrem Zimmer aus konnte sie Mama noch mit vollem Mund fluchen hören. Jenny schüttelte den Kopf. Mama kapierte einfach nicht, dass sie im Endeffekt viel langsamer war, wenn sie alles gleichzeitig machte, auch wenn sie es Multitasking nannte. Jenny verstand auch nicht, warum Mama es so herumstresste, bloß wegen des Zugs. Sie lagen noch völlig in der Zeit und selbst wenn sie zu spät dran waren, konnten sie immer noch am Bahnhof anrufen und den Bahnhofsvorsteher, der ein Freund der Familie war, darum bitten, den Zug ein paar Minuten aufzuhalten. Aber seit die Familie vor 5 Jahren den Rückflug des Fuerteventura-Urlaubs verpasst hatte, war Mama immer paranoider geworden, was Abflugs- und Abfahrtszeiten anbelangte. Über Flüge brauchte sie sich Mama ja jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Jetzt wurde aus dem Rumoren in Jennys Magen ein eigenartiges Ziehen. Jenny hatte keinen Hunger. Im Gegenteil, es fühlte sich plötzlich an, als habe Jenny Steine geschluckt, die sie zur Erde hinunterzogen, wie in dem blöden Märchen. Jenny gab vor zu lachen für ein Publikum, das gar nicht existierte, und sagte, zum Glück ist die Matura-Reise schon angezahlt. Ein Teil von ihr wollte sich Sorgen um den Restbetrag machen, aber die Steine waren nicht wegen ihrer Matura-Reise in ihrem Bauch, sondern wegen der Endgültigkeit, wegen des Gedankens, dass Mama und Papa nie wieder in den Urlaub fahren würden. Diese Erkenntnis traf sie mit einer Wucht, auf der Jenny nicht vorbereitet war, wie ein Auto, das gegen die Mauer knallt. Doch plötzlich lachte Jenny noch einmal.
Sie hatte Papa ganz vergessen. Spätestens, wenn ihm bewusst wurde, dass er ohne zu arbeiten nicht mehr nach Barcelona, nach Ibiza, Corfu oder nach Schottland fliegen konnte. Spätestens, wenn sie den nächsten Fotoabend machten und sich die Urlaubsfotos ansahen, auf denen Papa mit seiner Zigarillo und dem breiten Grinsen, das es nur im Urlaub gab, mit zu viel Wein und zu viel Essen zu sehen war. Spätestens dann würde Papa derjenige sein, der schwere Steine im Bauch hatte. Und dann würde er einsehen, dass er einen Fehler gemacht hatte. Er würde sich wieder eine Arbeit suchen und bald war alles wieder beim Alten. Alles, was Jenny tun musste, war warten. Vielleicht ein bisschen nachhelfen, aber vor allem geduldig sein und warten.